Hallo und herzlich willkommen zurück zu diesem Minecraft-Format hier, wo wir irgendwas machen. Letzte Folge haben wir diesen See hier verändert. Und ich werde das mit den Steinhuten lassen. Weil ich finde, das sieht doch ganz gut aus. Und es sieht auch irgendwie natürlich aus. Ich habe ja nichts verändert halt hier dran. Vielleicht mache ich das so ein bisschen, dass Stein so die letzte Reihe ist. Aber machen wir mal so. Dann machen wir es so, dass Stein nur in der letzten Reihe ist. Das heißt, hier kommt Erde hin. Da war hier noch ein anderer Stein, den ich gesehen habe. Hier auch noch. Das hier ist Erde. So. Sieht schon besser aus. So hat man da jetzt so einen kleinen Übergang. Da auch so. Von daher passt das sogar. Da oben ist Kies. Ja, Sand können wir lassen. Ja, gut. Okay. Das soll aber nicht heute unsere Problemstelle sein. Heute unsere Problemstelle ist das hier. Das ist heute unsere Problemstellung. Die Schlucht. Die Schlucht ist wie ein kleines Dürnchen im Auge. Und wie ihr seht, die ist nicht gerade sehr klein. Deswegen mache ich Folgendes: Ich werde die komplett zuräumen. Das heißt, die Schlucht wird es dann nicht mehr geben. Hier wird wieder normale Grünfläche sein mit Berg und bla bla bla. Das heißt, ich mache ein Foto von der Schlucht jetzt, weil das ist das Thumbnail. Ich mache ein bisschen was hier. Ich mache jetzt ein Foto von der Schlucht. Zack. Und werde die jetzt zu machen. Es ist nicht, dass ich das hate. Es ist einfach nur da. Es ist mehr oder weniger belastend, wenn es hier ist. Sag ich mal so. Ich meine, den Übergang von hier nach da kann ich aber lassen. Ich mach mal letztendlich peaceful, damit ich keine Monsterprobleme habe. Machen wir auch nochmal so. Also mal einige Höhleneingänge werde ich jetzt gucken, so hier war schon mal. Kommt man bestimmt irgendwo hin. Hier ist wahrscheinlich der Raum, den ich zugemacht habe, genau. Da kommt man bestimmt hin, weil ja, da gibt es raus. Da kommt man hin. Naja, geht das. Dann kann ich das hier zumachen schon mal. Hier oben kann ich so einen kleinen Übergang machen, nach dahin. Und ich mach's auch zu. Hier kann man ja rein. Ich werde alles zumachen. Das Beste ist so. Ich mache alles zu.
Okay. Ich würde sagen, ich fange hier hinten an und arbeite mich dann immer so schrittweise voran. Wenn ich jetzt kurz was sehe hier. Wenn ich kurz hier was sehe. Wie schön ist. Das kann jetzt ein bisschen länger dauern, das heißt, es wird wahrscheinlich wieder eine Timelapse sein, so wie beim See. Von daher genieße ich die Musik im Hintergrund. Und let's go.
When the lights are out, my heart is your home. When the stars are crashing, your heart is my own. And it goes on and on and on. Love goes on and on and on. Oh yeah, oh my darling, would you take me away? Take me away. When the lights are out, my heart is your home. When the stars are crashing, your heart is my own. And it goes on and on and on. Love goes on and on and on. Oh yeah, oh my darling, would you take me away? Take me away. We'll be right back.
Can't take the pressure, you hold over me. I'm falling, I'm fading, and I'm losing my mind. Can't take the pressure, I leave you behind. Oh,
es verbracht. Es ist geschafft. Hier war mal eins ein Schlucht. Ja, sieht man es noch. Oh Gott. Oh. Gut, da haben wir es geschafft. Das war mal eine Schlucht. Da können wir auch wieder den Kuderschild abmachen. Oh Gott. Das hat ziemlich lang gedauert. Bevor das Ende ist. Alter. Oh. Das hat jetzt über eine Stunde, glaube ich, gedauert. Ich kann mal nachgucken. Fast zwei Stunden. Eine Stunde und 30 Minuten. Nur um hier ein Stück grüne Wiese zu haben. Oh. Okay. Interessant. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Diese Timelapse. Und ich würde sagen, wir sehen es dann, ne? Beim nächsten Part, wenn wir irgendwas anderes machen. Auf Wiedersehen. Tschüss.